Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin hier aus der Reiferbahn Sporthalle Schwerin. Und wir treffen uns heute zum D-Jugendspiel der zweiten D-Jugend gegen den Parchimer SV. Es scheint eine klare Angelegenheit zu sein, aber man weiß ja nie bei so einem Spiel. Handball, wir haben diese Saison schon viel erlebt und wir wollen gucken, wie die Parchimer dagegen halten können gegen die zweite Mannschaft von Grün-Weiß. So, die Tests sind beendet, die Instruktion vom Schiedsrichter auch und es geht los. Grün-Weiß Schwerin 2 gegen den Parchimer SV. Und der erste Angriff läuft ins Leere und der Konter läuft abgelaufen. Eigentlich Fuß. Und dann das Tor. Dujina Meinke. 1:0 für die zweite Mannschaft von Grün-Weiß Schwerin. Schön über Außen gespielt und immer abgefangen von Kimberly Köster. Wir spielen ja noch eine echte Manndeckung. Schrittfehler abgepfiffen. Und der Konter läuft. Pfostentreffer, der Nachwurf ebenfalls gehalten von Köster. Arena Trainer sagt, nehmt euch die Zeit beim Torwurf. Mal aufs Tor zu schauen, durch den Torwart auszugucken. Und weiter Wurf und das Tor durch Jette Hinz. 2:0 für Grün-Weiß Schwerin. Das Tor von Chiara Patasch nach dem Konterlauf 3:0. Fuß entschieden und sofort der nächste Konter läuft. Und 7 Meter für Jette Hinz und die gelbe Karte. Gelbe Karte gegen Christine Kelm.
Pfostentreffer. Und der Nachwurf ist dann drin. Von Jette Hinz, ihr zweiter Treffer, 3:0. 4:0 bereits. Natürlich. Jetzt. Chance. Ein Tor, es gibt Freiwurf für Parchim. Und da läuft bereits wieder der Konter für Grün-Weiß-Schwerin. Und das Tor von Lisa Lorenz. 5:0. Jetzt einmal schnell gespielt vom Parchim und dann nimmt sie das Tempo raus und Grün-Weiß kann sich formieren. Und weiter geht's. Grün-Weiß erneut der Konter sicher verwandelt. Und wieder rollt der Konter. Lea Völzer, ihr erster Treffer. Und die Auszeit vom Parchim SV. Und seit einer 5 Minuten steht es hier 7:0 für Grün-Weiß-Schwerin. Ja, behutsam auf die Mädchen eingewirkt und sollen sie einfach durchlaufen. Schnellspiel haben sie den Ball nicht gefangen. Und der Konter von Grün-Weiß läuft. Gespielt, Gina Meinke. Ihr dritter Treffer, 8:0. Wieder der Ballverlust, der schnelle Konter. Und der Treffer von Hanna Klingenberg zum 9:0. Und auch der Konter sicher abgeschlossen von Gina Meinke, ihr vierter Treffer. 10:0. Und auch der Konter sicher abgeschlossen, Lea Völzer. Treffer Nummer 2, 11:0. Gleich sollen sie durchlaufen. Schlechter Pass. Ich weiß noch nicht, ob das unbedingt die richtige Spiellage ist. Beim Anwurf gleich alle nach vorne rennen zu lassen und hoffen, dass der Pass durchkommt. Und man dann eine mögliche Wurfmöglichkeit hat. Nimmst Freiwurf für Grün-Weiß. Dafür ist Grün-Weiß-Schwerin noch zu gut aufgestellt. Müsste man vielleicht doch einmal ein oder andere Mal spielen, einen anderen Weg suchen.
Weil so ermöglicht man hier in Grün-Weiß-Schwerin sehr viele schnelle und einfache Tore über die Konter. Jetzt wieder über Außen, schönes Tor von Hanna Kölper. 12:0. Auch bereits die siebte Torschützin bei Grün-Weiß-Schwerin. Und es läuft bereits der nächste Konter. Und der nächste Treffer, Lea Völzer. Ihr dritter Treffer. 13:0. Und da kann man auf Grün-Weißer Seite schon ordentlich durchwechseln. Jetzt nach 8 gespielten Minuten. Und jetzt die Chance für Parchi. Und es gibt den Freiwurf. Nach dem Wurf von Aline Schwanz. Ein schöner Sprungwurf, aber am Tor vorbei. Das war mein erster Versuch, ein erstes wirkliches Spiel auf Heichimer Seite. Ja, vom Gedanken her gut, aber schlecht umgesetzt dieser Pass. Kölberg konnte ihn nicht fangen. Und jetzt die Grün-Weiß sind viel wacher nach diesem Ball, der lange in der Luft ist. Da zu dritt festgemacht.